So, das Podest haben sie auf jeden Fall aber noch rechtzeitig fertig gekriegt. Da haben sie auch bis Mittwoch noch dran gebaut. Das war mal schon mal ein amtlicher Auftakt hier mit der Moto 3. Auch nicht fair. Und das ist schwierig, weil so ein Bremsmanöver leitet man 30 Meter vorher ein und dann wird es schwierig, dem noch zu entgehen. Die Hymne für Ferrari. Kurzen Version. Vielleicht auch der ja, CD-Player, der Lautsprecher ist oder sonst was abgeraucht. Macht aber nichts. Also für die drei sollte es auf jeden Fall einen schönen Rückflug nach Europa geben. Auch das wollen wir Ihnen ja auch noch mal ein paar Mal erzählen. Denn wir haben schon in der nächsten Woche Europa-Auftakt. Wer ist der La Frontera? Und dann wird es dann weitergehen. Ist dann auch das Schöne, ne, an diesem Terminkalender, der ja wirklich auch ein bisschen Stress verursacht für die Leute, die wir da hier fahren. Mal gucken, ob wir das hier lauter kriegen, damit wir das nicht richtig verpassen. Das ist natürlich für einen Italiener auch ein Ding, ne? Ja. Spielen sie eben Masterpiece. Und dann kommt hier schön die französische Nationalhymne. Ja. Aber die bleiben alle brav stehen. Ja, nur ist das erste Rennen, da muss man sich mal organisieren. Den DJ will ich auf jeden Fall rausschmeißen. Allein wie lange der denn jetzt die Italienische suchen muss, das...